Läuferin, eine Strecke. Der Endlauf des 100-Meter-Sprints der Damen ist auch dieses Jahr das Highlight beim 27. Jump'n'Run-Sportfest vom SCC Berlin. Leonie Kluwig, Lisa-Marie Quaillet, Katrin Grender und Pernilla Kramer konnten sich in den Vorlaufen durchsetzen. Aufgrund einer Disqualifikation ist Rebecca Hase nicht am Start. Lisa-Marie Quaillet läuft bereits am Start, allen Läuferinnen davon. Mit einer sensationellen Zeit von 11 Sekunden 26 gewinnt sie das Rennen locker. Ich brauche die Wettkampferfahrung, ich muss wieder reinkommen. Ich werde gucken, wie das Training gewirkt hat. Konnte ich schon vieles umsetzen vom Training im Wettkampf und dafür war der Wettkampf heute echt gut. Obwohl man die Teilnehmerzahl im Finale aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen halbiert hat, ist das Rennen ein voller Erfolg und damit das verdiente Highlight.